Batman will, dass meine Soldaten für ihn kämpfen? Wie damals, als Superman mir befahl, Metropolis einzunehmen? Wir waren alle auf der falschen Seite in diesem Krieg. Das nächste Mal, wenn mein Volk Blut vergießt, wird es für Atlantis sein, nicht für die Welt an der Oberfläche. Du bist einer von uns, Arthur. Dein Vater... Mein Vater war ein Mensch, aber ich diene nur Atlantis. Ich vertraue weder dir, Jordan, noch irgendeinem Oberflächenbewohner. Verschwinde und erinnere Batman, sich aus meinen Meeren rauszuhalten. Und wenn das vor deiner Haustür steht? Atlantis weiß sich zu verteidigen. Vielleicht früher, als du denkst. Wir müssen einander helfen. Geh! Ich brauche deine Ablenkungen nicht. Ich werde nicht gehen! Muss ich dich erinnern, wessen Königreich dies ist? Sei doch vernünftig, Arthur. Tut mir leid, ich bin nicht hergekommen, um dich zu bekämpfen. Das ist genau das, was da oben passiert ist. Zuerst schalten sie die Kommunikation ab, dann... marschieren sie ein. Es sind deine Ozeane, aber es ist auch mein Sektor. Lass mich dir helfen. Gib mir Deckung. Der einzige Regimeanhänger zum Foltern wäre Aquaman. Cheetah. Lass uns nicht um den heißen Brei reden. Wonder Woman versteckt sich. Vielleicht hier unten. Sag es mir. Wo ist deine Amazonenfreundin? Weißt du es nicht? Ist nicht mehr auf meiner Freundesliste. Genau wie Atlantis. Lügner! Ich brauche kein goldenes Lasso, um dich zum Reden zu bringen. Ha!
Bete zur Göttin der Jagd. Nicht mal Saint Walker hilft dir jetzt noch. Mach es wenigstens interessant. Das Beste kommt zum Schluss. Böses Kätzchen. Meine Leute werden flankiert. Halte die Stellung, du bist unsere Nachhut. Mach ich. Und du? Ich bilde die Vorhut. Al Jordan, du bist zurück. Man ist gern da, wo man hingehört. Bei dir wäre es eine Gefängniszelle. Selbst als Yellow Lantern hast du mir nie gebührenden Respekt erwiesen. Aber ich werde dir zeigen, wie leicht dein Wille gebrochen werden kann. Dich eingeschüchtert? Das habe ich ja noch nie gehört. Durchbrich das hier. Wir verriegeln die Tore, aber der Kampf läuft noch. Hell! Sorry, ich war woanders. Und wie steht's jetzt um uns? Du hast dein Leben für Atlantis riskiert. Vielleicht kann man dir vertrauen. Also, bist du dabei? Ich kann nicht. Ich gehöre hierher, um mein Volk zu verteidigen. Red Lanterns? Atrocitus und Dexstar. Agenten der Rache. Getrieben von Wut. Keine Sorge, ich kümmere mich um die zwei. Ring gegen Ring. Viel Glück. Du bist in meinen Kopf eingedrungen.
Nicht wahr, Atrocitus? Die Sinestros Yellow Lanterns haben Millionen abgeschlachtet. Und ihre Opfer fordern Vergeltung. Du magst ihren Ring abgelegt haben, aber du bist nicht losgesprochen. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Dexter würde dir das Herz rausreißen und dein Blut aufnehmen. Aber ich fühle, dass du eine höhere Berufung hast. Ein Funken glüht in dir. Ein Funken der Wut! Was tust du denn da? Woher kommt dieser Zorn? Du magst deine Ängste überwunden. Aber du hast die Green Lanterns Enoch verraten, deine Verbündeten verletzt. Wie konntest du dir je verzeihen? Ich kann nicht. Dann brenne! Den Red Lanterns an. Entgeht. Nichts Böses meiner Wacht. Wer finsteren Mächten nicht verspricht. Hüte sich vor! Green Lanterns Licht! Du hast recht. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Aber mein Wille ist stärker als mein Hass. Verzehren. Das habe ich ja noch nie gehört. Noch Asche ist, wirst du um Rache betteln! Die Wächter müssen nicht unbedingt davon erfahren. Beta-Phase abgeschlossen. Die Verteidigung der Erde ist unwiderruflich geschwächt. Beginne den Countdown.
Sie sind überall auf der Erde. Größere Schiffe werden über diesen Großstädten positioniert. Sogar mit Aquaman-Soldaten sind wir immer noch in der Unterzahl. Wie lautet der Plan? Du hast doch einen, oder? Wir müssen die besetzten Städte evakuieren, bevor wir Brainiac ausschalten. Aber wir brauchen mehr Feuerkraft. Gibt's noch mehr Schwergewichte auf der Luther Wayne-Gehaltsliste? Nur Blue Beetle und Firestorm, aber die sind beschäftigt. Zu beschäftigt hierfür? Sie sind die letzte Verteidigungslinie, wenn Brainiac sich Superman nähert. Tja, falls Brainiac ihn nicht aus dem Gefängnis holt, tun es Black Adam und Wonder Woman. Und je schlimmer es wird, desto mehr Leute werden ihn freisehen wollen. Ich sag ja nur. Hoffentlich können diese Kids den meistgesuchten Mann der Galaxie festhalten. Beetle und Firestorm sind zwar noch jung, aber zu zweit sind sie das stärkste Team, das wir haben.